Herzlich willkommen. Im Rahmen unseres Jahresausblicks stellen wir Ihnen die Konjunkturprognosen für Deutschland und ausgewählte Bundesländer vor. Wir, das ist mein Kollege Dr. Stefan Mütze und mein Name ist Barbara Bahadori. Stefan, bevor ich auf regionale Themen eingehe, was erwartet eigentlich Deutschland 2022? Ja, nach einer moderaten Entwicklung in 2021 mit einem Wachstum von 2,8% gehen wir davon aus, dass die Dynamik 2022 zunimmt und wir erwarten hier ein Wachstum von 4%. Das setzt allerdings voraus, dass die Pandemie allmählich abebbt und dass die Konsumenten zunehmend auch wieder Dienstleistungen in Anspruch nehmen und auch die Güter, die nachgefragt werden, müssen natürlich vorher produziert werden. Und die aktuellen Lieferprobleme der deutschen Industrie sollten in 2022 sich allmählich auflösen. Das würde dann dazu führen, dass nicht nur der Konsum hiervon profitiert, sondern auch die deutschen Exporte und Ausrüstungen. Und für das gesamtwirtschaftliche Wachstum, also das Bruttoinlandsprodukt, erwarten wir, dass wir im ersten Halbjahr 2022 das Vorkrisenniveau erreichen und dann auch überschreiten. Soweit erstmal in aller Kürze zu Deutschland. Barbara, wie sind denn eigentlich die Bundesländer durch die Pandemie gekommen? Stefan, über alle Bundesländer zu reden, da fehlt uns heute die Zeit. Aber wir beschränken uns hier mal auf die Länder, auf die Kernregionen der Helaba. Und die werden nach dem Einbruch 2021 und 2022 auch einen Aufschwung in zwei Stufen erleben. Allerdings gibt es da Unterschiede. In Hessen und Thüringen dürfte der Aufschwung etwas dynamischer sein, zumindest eben im Bundesdurchschnitt. Hier kommt die Industrie zum Tragen, die sehr zyklisch ist und das Wachstum antreibt. In Nordrhein-Westfalen und Brandenburg dagegen hat die Industrie nur einen geringeren Anteil, nämlich von 17% und 12%. 2022 kommen dann die Nachholeffekte zum Tragen. Du hast es ja auch schon angesprochen. Und was es alles nachzuholen gibt, zeigt der Frankfurter Flughafen ganz deutlich. Da lagen zuletzt die Fluggastzahlen noch 40% unter dem Durchschnitt von 2019. Also unheimlich viel Aufholpotenzial noch. 2022 wird es deshalb zu einer Beschleunigung auch in den Bundesländern kommen und Wachstumsraten zwischen 3% und gut 4% sind zu erwarten. Ja, das klingt ja doch sehr vielversprechend. Und es gibt ja auch erste positive Anzeichen, Anhaltspunkte hierfür. Wenn man einfach mal auf den deutschen Arbeitsmarkt schaut, man sieht ihn hier im Hintergrund. Wir haben aktuell eine Arbeitslosenquote in Deutschland von 5,1% und sind damit eigentlich nahe an dem Vorkrisenniveau. Und wir sind ja optimistisch. Wir erwarten, dass in den nächsten Monaten die Arbeitslosigkeit weiter zurückgeht und die Beschäftigung ansteigt. Und da stellt sich natürlich dann die Frage, Barbara, wie siehst du denn eigentlich die regionalen Arbeitsmärkte? Die regionalen Arbeitsmärkte sind sehr heterogen. Das fängt an mit Bayern, das eine Arbeitslosenquote von 2,9% aufweist und reicht bis zu Bremen, das eine Arbeitslosenquote von 9% hat. Auffällig ist aber auch, dass viele Bundesländer nahe oder unter 5% eine Arbeitslosenquote besitzen. Und da spricht man schon von Vollbeschäftigung. Hessen, Thüringen und auch Brandenburg zählen dazu. In Nordrhein-Westfalen dagegen, dem bevölkerungsreichsten Bundesland, ist die Arbeitslosenquote mit 6,7% noch sehr hoch. Das liegt aber an dem starken Stadt-Land-Gefälle dort. 2022 wird sich auch hier in allen Bundesländern die Arbeitslosenquoten weiter verbessern, allerdings aufgrund der genannten strukturellen Faktoren mit unterschiedlicher Dynamik. Stefan, wir haben ja jetzt hier in einem Szenario gesprochen, nämlich in unserem Hauptszenario. Ja, das ist richtig. Unser Hauptszenario hat ja dieses Jahr den Namen Aufschwung All Inclusive und hat eine Eintrittswahrscheinlichkeit von immerhin 75%. Daneben haben wir, wie in jedem Jahr, ein Negativ- und ein Positivszenario mit entsprechend niedrigeren Eintrittswahrscheinlichkeiten. Und das Besondere, das Schöne dieses Jahr ist, dass wir das wichtige Thema Nachhaltigkeit in allen unseren Berichten berücksichtigt haben.
Das stimmt, Stefan. Und nicht nur das ist neu, sondern auch eben unsere Internetseite ist neu. Da können Sie alle Inhalte finden, lesen, drin rumstöbern. Dort gibt es auch ein gesamtes PDF zum Download und natürlich unsere Videos. Wir freuen uns auf Ihr Feedback.